Ihr seht es hinter mir, es ist noch völliges Chaos. Auch Bücher stapeln am Boden und auf den Regalen und in den Regalen ein Chaos. Ja, ich habe jetzt erstmal alle Bücher hier rübergeräumt, habe sie zum Teil schon sortiert, wie man hier sieht, zum Teil auch schon eingeräumt. Die werden garantiert nicht so bleiben. Ja, Idee war, dass das große Regal, das hier, das gelesene Bücherregal wird und das hier die ungelesenen. Wie ihr aber vielleicht feststellt und ich auch festgestellt habe, habe ich irgendwie zu viele Bücher. Das heißt, ich werde nochmal aussortieren oder mir eine andere Lösung überlegen. Das Ganze wird aber die Zukunft an ihr lösen, denn ich, also die Gegenwart an ihr, wird jetzt was anderes machen. Ihre Freizeit genießen und nach München reinfahren, nette Leute treffen und genießen, dass sie jung ist und die Zeit hat, dass sie das machen kann, was sie will. Genau. Denn die Wohnung wartet und im Notfall wird eben morgen weitergemacht. Das heißt, im Notfall, es wird morgen weitergemacht. Irgendwann muss es ja auch weitergehen. Und ja, spätestens, wenn es ganz fertig ist, seht ihr natürlich eine Bücherregaltour. Ich hoffe, ich habe dann eben eine optimale Lösung gefunden für alles. Im Notfall muss ich wirklich nochmal ein Regal kaufen. Zumindest so ein ganz kleines. Wie gesagt, irgendeine Lösung wird es finden. Und die muss nicht ich jetzt finden, die findet dann die Zukunft. Naja. Ich werde jetzt nochmal meinen Kram packen. Nicht zu so sehr gucken, wie der Rest hier so aussieht. Chaotisch. Genau. Ich sollte was zu trinken, zu essen, zum Anziehen einpacken. Damit ich immer gut vorbereitet bin. Einfach nur. Ja, Schritt für Schritt wird es besser werden. Eins meiner wichtigsten Ecken war eben hier und das ist jetzt zwar nicht fertig, aber wird es in den nächsten paar Tagen und dann ja, fühle ich mich hier schon wieder deutlich wohler, wenn meine Bücher so einen Platz haben und so ein bisschen aufgeräumt sind und wissen, wo sie hingehören und ich weiß, wo sie sind. Und ich muss mal gucken, ob ich überhaupt schon alle Bücher ausgepackt habe. Ich habe echt zu viele Bücher, stelle ich fest. Oder doch eine Wohnung, die zu klein ist. Ich sollte die Küche wieder abstellen und ein paar Bücherregale hinmachen. Ja. Genau, jetzt geht es weiter für mich. Und ihr seht dann hier hoffentlich bald ein vollendetes Werk, beziehungsweise dieses Video auch bald. Ich habe keine Ahnung, wann ich Internet habe. Ich habe keine Ahnung, wann ich das bearbeiten kann und werde und hochladen kann und werde. Ja, also es ist gerade noch Anfang, doch es ist schon noch Anfang Oktober. Mal gucken, wann ihr das so seht, vielleicht zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk, keine Ahnung. Ja, hier ankommen, doch, es fühlt sich gut an. Genau, und es geht voran, Schritt für Schritt. Und ihr werdet dann natürlich auch eine kleine Führung kriegen durch mein Reich. Mein eigenes kleines Reich. Ich freue mich so. Jetzt geht's aber los.